Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute gehen wir gemeinsam auf Mottenjagd. Die Motte ist ein nachtaktiver, passiver, fliegender Stufe 3 Gegner, der ziemlich selten ist und mächtig in sich hat. Wir schauen uns mal kurz hier seine Schwächen und Resistenzen an, damit wir immer wissen, wie wir vorgehen müssen. Getötet habe ich selber nur 3 Stück, also ist für mich auch noch relativ neu, sagen wir es mal so. Tja, frisch, scharf und sauer wären seine Schwächen, also könnt ihr euch dann eine passende Waffe aussuchen, außer ein Schwert und einen Hammer, also eine Axt oder was Stechendes wäre in dem Fall angebracht. So, ich selbst nehme mein Nummer 1 Setup. Das wäre dann hier meine Witwenrüstung und mein Witwendolch. Aber darüber werde ich dann, denke ich mal, auch nochmal ein separates Video machen, damit doch auch wirklich jeder die beste Rüstung im Spiel hat. Zumindest meiner Meinung nach die beste Rüstung. So. Die Motte gibt es jetzt an 3 mir bekannten Orten. Das wäre einmal hier oben auf der Schubkarre oben drauf. Das spawnt immer eine Motte. Ja, auf dem Baumstamm spawnt immer eine Motte. Aber wir gehen hier zur Burg. Denn dort oben auf der Burg spawnt auch immer eine Motte. Vorteil ist, am Tag schläft das Vieh. Also wir können dann immer sicher sein, dass die Motte am gleichen Punkt liegt und wir sie da immer wegholen können. Warum gehen wir zur Burg? Wir gehen zur Burg, weil das meiner Meinung nach der beste Spot ist. Zur Schubkarre kommt man ziemlich beschissen hoch, sagen wir es mal so. Da werde ich dann, glaube ich, auch noch mal ein Video machen, wie man da hochkommt. Und den Baumstumpf, ja, da gibt es auch noch was, den werden wir dann auch noch sehen im Laufe der Zeit. So, na komm mal ein bisschen schneller, ja, Mr. Ifitz. So, zum Heilen habe ich ein bisschen was dabei. Das sollte reichen. So. Als erstes müsst ihr euch aber erstmal hier rüber bauen. Hier gibt es nämlich keinen Weg rüber zur Burg. Also ihr kommt da nicht drum herum, euch rüber zu bauen. Vorteil ist, hier liegt genug Zeug. Also ihr könnt euch dann ohne Probleme, ich habe dann einfach hier die Brücke rüber gebaut, weil da die Materialien am nächsten dran waren. Und das sind mit Pilzziegeln noch ein bisschen verstärkt. So, großer Nachteil an der Burg ist aber, dass hier alles mückenverseucht ist. Und das sind die Stufe 3 Tigermücken. Aber die sind eigentlich auch kein Problem. So. Außer wenn er meine Brücke haut, das ist nicht so geil. Müssen wir schnell zur Burg rüber. Hopp, hopp, hopp. So. Tier soll mich alles nicht mehr stören, ja. Jetzt habe ich mir natürlich ja maximalen Ärger angelockt hier. Leck mich doch am Arsch hier. Was ist denn hier los? Findet ihr das schön hier, ja? Oh, jetzt haben sie mich gerade. Wie wär's mal mit sterben, ja? Ja, Nummer 1 ist schon mal weg. Nummer 2 auch. Ja, komm da her. So, 1, 2, 3, 4 Tigermücken. So. Auf der Burg selbst, so, jetzt können wir auch wieder was erklären hier. Auf der Burg selbst könnt ihr nicht bauen. Also die ganze Burg wird nicht unterstützt, was ich ein bisschen schade finde. Also hier könnt ihr nichts bauen. So, hier in dem Käfig findet ihr dann noch einen goldenen Molar. Kann man mal noch so erwähnen. Für diesen Knopf hier könnt ihr mit einem Stufe 3 Hammer hauen. Das wird mir jetzt nicht mehr angezeigt, weil ich es schon gemacht habe. Da erzählt die Burg irgendwas und keine Ahnung. Wird schon irgendeinen Sinn haben. Muss ich nur noch herausfinden, welchen.
So, hier ist die nächste. Aber ihr habt eigentlich keine Probleme, wenn ihr noch ein Schild dabei habt, die Angriffe immer blockt. Wobei die Mücken wirklich nervig sind. Sämtliche Fluggegner finde ich nervig, wenn man da so bescheiden rankommt. Muss man halt ein bisschen geduldig sein. So, Nummer 1. Dann nehmen wir das, mein Freund. Okay. Das war sowieso für dich. Arschloch, du. So, das nehmen wir auch gleich mit. So, naja, der Weg zur Motte ist ja auch relativ beschwerlich. Muss man sagen. Aber das sind jetzt wirklich relativ viele Mücken, die ich jetzt angezogen habe. Also, das war jetzt unverhältnismäßig viel. Normalerweise sind es nicht so viele. So, klettert ein bisschen ganz hoch. Ah, ich höre die Motte schon. Habt ihr sie gehört? Wie macht sie? Dann müsst ihr dann hier drauf springen. Weil ihr könnt ja hier nicht bauen. Und dann müsst ihr dann hier diese kleine Lücke hochhopsen. Und dann kommt ihr dann hier rüber. Dann macht ihr dann hier erstmal noch sämtliche Gegner platt. Damit ihr auch wirklich euch voll und ganz auf die Motte konzentrieren könnt. Weil die Mücken sind gegen die Motte wirklich nichts. Na komm her, mein Freund. So, die Motte sollte noch friedlich schlafen. So, hier findet ihr dann auch noch einen weißen Molar. Da sollte hier irgendwo rumliegen. Oh, ja. So, dich noch oder was? Flattert einer so nah. Soll sich möglichst nichts einmischen. So. Ja, geht dann hier hoch, klettert dann hier außen auf die Mauer. Und könnt dann hier nach oben gucken und da seht ihr dann schon ein Stück von der Motte. Und genau dieses Stück reicht uns doch vollkommen aus, um sie doch zu uns zu locken. So, dann nehmen wir dann hier irgendwas zum Schießen. Was auch immer ihr dabei habt. Und dann müsst ihr eure Schusskenntnisse mal ein bisschen spielen lassen. Und euch immer Stück für Stück rantasten. Ja, noch ein kleines Stückchen. Da treffe ich das Vieh dann auch. Jetzt. So. Und dann kommt sie schon. Mega angefressen. Na komm her. Und setzt zum Angriff an. Und den könnt ihr auch ohne Probleme blocken, den Angriff. Den könnt ihr immer ohne Probleme blocken. Was ihr nicht blocken könnt, ist das hier. Diesen scheiß Wind, der euch einen Bluteneffekt dazu auch noch gibt. So, und jetzt ist nämlich das passiert, was nicht passieren sollte. Ja, aber sollte ich trotzdem schaffen. Oh, jetzt macht sie nochmal ihren scheiß Wind. Und den könnt ihr auch nicht blocken. Diesen Windangriff. Ja. Oh. Falschen Knopf, scheiße. Oh. Ja. Die haut schon ordentlich rein, die Motte. So, komm her, mein Freund. Komm, greif an. Und jetzt ist es aber. Ja, scheiße. Ja, obwohl sich das nicht wirklich wie so ein. Ja, und dann könnt ihr einfach ausweichen, wenn sie ihren komischen Wirbelwind machen möchte. Den kündigt sie auch noch gut an. Und dann braucht ihr den einfach nur mal ein bisschen an die Seite rennen. Wie ihr seht, kommt danach immer hier so eine Wolke. Und die verlangsamt euch. Also da wirbelt ihr irgendwie Staub auf oder so, keine Ahnung. Aber könnt ihr dann halt an die Seite gehen. So, hier liegt sie, die Gute. Das war's für die gute Motte. Habe ich sogar Mottenskala bekommen. Die bekommt ihr nicht immer. Also die Droprate ist jetzt glaube ich auch 50-50 von der Mottenskala. Was ihr aber immer bekommt, ist der Mottenpelz. Und aus diesen schönen Sachen könnt ihr euch dann hier... Wo ist sie denn? Die schöne Mottenrüstung bauen hier. Den Mottenrob und so. Und dann habt ihr dann für eure Fernkampfwaffe auch einen schönen Bluteneffekt. Das ist dann vergleichbar mit Gift, kann man dann so sagen, ja. Finde ich richtig geil, muss ich mir auf jeden Fall bauen, weil Fernkampfwaffen sind im Spiel sehr nützlich und dann noch eine passende Kleidung dazu zu haben, wäre doch richtig nice.